Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Starfield. Wir sind immer noch in der Aufnahmesession. Wir waren in der letzten Folge, sind wir eingebürgert worden. Wir haben es endlich geschafft. Wir können jetzt auch ins Büro des Maklerbüro und können da Immobilien erwerben hier in New Atlantic. Aber wir wollten ja erstmal das Gespräch. Ich gehe mal hier nochmal auf Entschuldigung. Wie war denn das Fotomodus? Nein. Außenposten. Fotomodus? Nee. Wie war denn das Inventar? Nee, das war doch nicht Inventar hier. Sternenkarte, Schiffe. Da, Mission. Genau, wir sind jetzt gerade bei dieser Mission. Das geringe Übel. Jemand möchte mit mir reden, aber Vizeministerin McIntyre will mir nicht sagen, wer es ist. Sie meinte, ich könnte diesen jemanden unten im Untersekt in der Untersektion 7 finden. Und da bin ich jetzt gerade mit dem Fahrstuhl runtergefahren und jetzt befinden wir uns hier in der Untersektion 7. Wir können mal gucken. Ist da hier? Nee, da können wir nicht. Hier ist ein Käffchen. Das nehmen wir eben nicht. Ansonsten sehe ich aber hier nichts Großartiges. Außer dass wir hier rein können. Das ist ein Riesenlager. Werkzeug. Ja. Hebebühnen. Oh, da sind Wachen überall. In die Richtung müssen wir. Die ist geschlossen. Ist alles verschlossen hier, ne? Bis auf hier. Okay, hier ist nur, das ist nur WC und so. Ich weiß nicht, ob ich. Nee, ich glaube das lieber nicht. Da ist auch noch einer. Okay, was soll das hier? Ist ja ganz speziell. Wow. Ja, die Türen sind auch genial gemacht, ne? Richtig gut. Wer ist denn dieser Typ? Der hat einfach eine ganze Abteilung hier für sich. Der lebt hier. Security Arkes. Okay. Und wer bist du? Präsidentin Abayo war so freundlich, mir ein paar Akten zukommen zu lassen. Beeindruckend, was du schon alles erreicht hast. Aber jetzt stehst du einem völlig neuen Feind gegenüber. Er ist unsichtbar, lauert in den Schatten. Du wirst jede erdenkliche Hilfe brauchen. Und deshalb wollte ich mit dir sprechen. Weißt du, wer ich bin? Also bei so viel Sicherheit, entweder bist du sehr wichtig oder absolut gefährlich. Scharfsinnig. Sehr gut. Ich bin François Sanon, den meisten bekannt als Vervictus. Ich war ein Admiral im Koloniekrieg, einer der großen Schurken, wie es in den Slates heißt. Sollte für meine Verbrechen hingerichtet werden. Aber die letzte Regierung hielt mich für zu wertvoll, also haben sie mich hier eingesperrt. Ein Opfer auf dem Altar des Friedens. Selbst mein Tod diente den Colonies. War das nicht diese, die hat doch die eine Majorin wo wir ganz am Anfang mit dem Terramorph und so, die wir auf dem Planeten, die ich jetzt auch die Unterlagen gegeben habe, ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Das war doch die. Das ist doch ihr Vater. Oder? Täusche ich mich doch, das muss er sein. Welch Geist, den ich hier getroffen habe, nur. Das ist Hadrians Nachname, siehst du? Gut erkannt. Du hast an der Seite meiner Tochter, meiner Genau. Ankömmling, gearbeitet. Hat sie dir erzählt, was an unserer Familie so besonders ist? Sie hat erzählt, dass für. Dass sie ein Klon ist, ja.
tatsächlich. Sie war schon immer zu vertrauensvoll. Das habe ich ihr nie austreiben können. Unsere Beziehung war schon immer problematisch. Der Major wurde zur Anführerin geboren. Dazu mein Vermächtnis fortzuführen. Sie erhielt nur die feinste Ausbildung und übertraf alle Erwartungen. Aber das Universum setzte all dem ein Ende. Und jetzt hat es euch beiden noch viel wichtigere Arbeit beschert. Und ich glaube, ich habe bei der Aufgabe, die euch bevorsteht, eine Rolle zu spielen. Mhm. Kannst du mir was über dieses Klonprogramm erzählen? Die United Colonies wollten damit ihr eigenes Erbe schützen. Eine neue Generation großartiger Anführer schaffen. Sie wurden von Gelehrten und Taktikern adoptiert und in den besten wissenschaftlichen und militärischen Akademien der United Colonies ausgebildet. Es war sehr vielversprechend. Aber als der Koloniekrieg endete, war nur noch Adrian übrig geblieben. Doch das ist längst Geschichte. Du hast Dringenderes zu erledigen. Und ich kann dir dabei helfen. Ich habe nicht jeden Tag die Chance, mit einem Mann in einem Fischglas zu plaudern. Rede weiter. Weil ich mir nach vielen Jahren das Vertrauen des Regimes verdient habe, lassen mich die UC nun mit einem ihrer Sicherungsteams zusammenarbeiten. Ich unterstütze die Informationsbeschaffung und die Ortung und Ergreifung von Verbrechern, die sich nach dem Koloniekrieg der Justiz entzogen haben. Mit einigem Erfolg, möchte ich meinen. Bei meiner Arbeit habe ich aber auch noch etwas anderes gefunden. Die Namen und Aufenthaltsorte von Hadrians und Percivals altem Forschungsteam. Wertvolle Leute für deine zukünftigen Ziele. Ich verrate dir, wo sie sind, wenn du dich für mich um etwas kümmerst. Da will natürlich einen Gefallen dafür haben, okay? Du spürst Kriegsverbrecher auf? Leute wie dich? Wie funktioniert denn das? Nun, wer wäre besser geeignet? Ich kannte viele von ihnen persönlich und war immer bestens informiert. Kannte ihre Geburtsorte, enge Angehörige. Du wärst schockiert, wie oft eigentlich geniale Verbrecher auf den Nachbarplaneten ihres Geburtsortes fliehen oder dorthin, wo ein Familienmitglied lebt. Ich nutze einfach mein persönliches Wissen und die von unserer Gruppe gesammelten Informationen, um sie aufzuspüren und etwas zu korrigieren. Ich weiß nicht, ob das mir so gefällt. Ein Job. Mehr verlange ich nicht. Es gibt da einen alten Kollegen, einen Mann namens Dr. Reginald Orlais. Genau wie ich und Hadrian forschte auch er für die United Colonies an eher zweifelhaften Projekten. Mac-Waffen waren sein Spezialgebiet. Wenn etwas tödlich war, machte er es tödlicher. Nach dem Koloniekrieg floh er und weigerte sich, vor das Tribunal zu treten. Er verkauft seine Dienste seither an den Meistbietenden. Aber ich bin endlich an ihm dran. Ich will, dass du ihn aufspürst und dich um ihn kümmerst. Egal wie. Er wird wohl kaum friedlich mitkommen. Beweise mir, dass der Job erledigt ist, und ich verrate dir, was ich weiß. Und wenn ich ihn verhafte und an die UC ausliefere? Versuchen kannst du es. Doch er ist seit 20 Jahren da draußen und vermutlich zur Bestie mutiert. Es wäre wohl für alle das Beste, wenn du sein Schiff in die Luft jagst. Und woher weiß ich, dass er nicht unschuldig ist? Sprich mit Vizeministerin McIntyre. Es wird sie freuen, dass es vielleicht endlich jemanden gibt, der dieses Kapitel beendet.
Du wärst gut beraten, mich nicht für einen dahergelaufenen Halsabschneider zu halten. Und warum macht das nicht einer einfach dieser Sicherungsteams? Nicht, warum unbedingt ich? Captain, laut deiner Akte hast du dich mehrfach in heiklen Missionen bewiesen. Ich hoffe aufrichtig, dass du eines Tages vielleicht Teil unseres Teams wirst. Das hier könnte eine Art Probelauf sein. Ich muss darüber nachdenken. Aber natürlich. Wir gehen erstmal rüber und fragen erstmal die Vizeministerin McIntyre, weil es mir ein bisschen alles zu unsicher, weil es wird ja, seine Tochter hat schon gesagt, dass der so ein richtiger Psycho ist. Mareike, hast du hier gewartet? Komm mal mit. Das ist irgendwie so in den tiefsten Katakomben hier drin, ne? Wir gehen nochmal hoch und fragen mal den Kabinettssaal, was sie denn davon hält. Genau. So, da hinten ist sie doch. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir da jemanden töten, den wir nicht töten sollten. Captain, war das Treffen produktiv? Ich hoffe, der Grund für die hohe Geheimhaltungsstufe hat sich aufgeklärt. Wie können wir denn die Vizeministerin, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich war damals auch überrascht. Aber der Gefangene hat sich als nützlich erwiesen und wird von wichtigen Entscheidungen ferngehalten. Ich möchte aber dennoch betonen, dass niemand sonst davon erfahren darf. Alles klar? Oh, wir dürfen das auch nicht mal der Tochter von ihr sagen, ne? Ich behalte es für mich. Wenigstens das Freestar Collective sollte davon erfahren. Du kannst mich nicht davon abhalten, Hadrian zu erzählen. Warum würde Hadrian nicht darüber informiert? Der Major hat keine Freigabe für derartige Informationen. Und das wäre nur eine äußerst unnötige Ablenkung von ihrer aktuellen, sehr wichtigen Arbeit. Und genau darum musst du das für dich behalten. Ich behalte es für mich. Gut. Denn wenn du das nach außen tragen würdest, könnte es den Anschein erwecken, Captain, als hättest du den Verstand verloren. Und das würde uns beide schlecht aussehen lassen. Also, gab es etwas Bestimmtes, worüber du reden wolltest? Wovon hatten wir es gerade noch? Ich dachte, wir reden erstmal, weil der Gefangene will, dass ich mich um Dr. Olas kümmere, wenn du verstehst. Dr. Reginald Olays? Er hat ihn gefunden? Olays zu töten steht natürlich völlig außer Frage. Er ist seit Jahren auf der Flucht. Wenn wir ihn vor Gericht stellen könnten, das wäre ein großer Sieg für die UC. Was wird im Gegenzug angeboten? Die Aufenthaltsorte der Mitglieder von Hadrians alten Forschungsteam. Er hat die Mitglieder des Forschungsteams gefunden? Wir hatten die Suche bereits eingeleitet. Doch es würde uns viel Zeit und Personal sparen, wenn er uns diese Informationen gäbe. Captain, in diesem Fall hättest du meine Zustimmung. Solange du alles unternimmst, uns den Mann lebend zu bringen. Gibt es noch etwas, das du bezüglich deines Treffens besprechen wolltest? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich in eine Falle gelockt werde? Dem Mann unten zu vertrauen wäre ein Fehler. Doch ich würde mir keine allzu großen Sorgen machen. Das ist nicht der erste Name, den wir von ihm erhalten. Und alle früheren Missionen verliefen größtenteils reibungslos. Ich würde zu Vorsicht raten. Die Mission aber dennoch durchführen. Ich habe nicht mehr zu besprechen. Dann schönen Tag noch, Captain. Dir auch. Und denk dran, Diskretion ist das oberste Gebot. Also wir dürfen das der Dings, der Hadrian nicht sagen, weil sonst
passiert uns was, glaube ich, ne? Also nichts Gutes. So, wir gehen mal zurück in den Keller. Unter Sektion 7. Und quatschen nochmal mit denen jetzt. Das ist echt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass der noch lebt. Was? Hol wartende, begleitende Person ab. Ja, können wir machen gleich. So, wir müssen aber zu dem hier runter. Und dann quatschen wir nochmal mit dem. Ich töte niemanden, aber wenn es so schlimm ist, wie du sagst, ziehe ich ihn zur Rechenschaft. Wenn du nachts dadurch ruhiger schläfst, dann meinetwegen. Meinen Informationen zufolge versteckt er sich bei Etheria im Wolfsystem. Es gibt dort eine Sternenstation, den Bau. Die Leiterin der dortigen Vanguard, Captain Marquess, sollte dir helfen können, unser Ziel zu finden. Okay, sprich mit Captain Marquess, dann machen wir das. Kann man hier rein? Hier ist ein Forschungs... ein Rechenzentrum einfach nur. Okay. Dann gehen wir mal hoch. So. So, ich gehe zum Ausgang, also mach's gut. Na komm, Marika, wir gehen mal. So. Ebene. Netthaltestelle. Ab zur Netthaltestelle. So, gut, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Geht's hier, liefere Kobalt an? Nein. Da, sprich mit Zora im Immobilienbüro, Aktion. Da können wir, wir können ja mal wegen der Immobilie nachfragen. Aber ich will ja eigentlich gar kein Geld für eine Immobilie jetzt ausgeben. Weil, es geht mir in erster Linie um mein Schiff, dass wir da wirklich ein großes Schiff bekommen. Aber wir können ja trotzdem... Hallo, du stehst gerade so schön da. Will man ja ein schönes Bild von dir machen. So, da ist das Immobilienbüro. Gehen wir mal hin. Kann man hier rein oder was? War das nicht hier? Genau, da ist sie doch. So. Ich würde gerne hören, was du im Angebot hast. Zuerst einmal möchte ich dir herzlich zu deiner Einbürgerung in die UC gratulieren. Dankeschön. Mal sehen, was wir gerade haben. Im Moment habe ich hier eine Wohnung auf dem Unterdeck. Sie ist etwas sanierungsbedürftig und nicht unbedingt... in der besten Gegend. Aber es ist immerhin ein Anfang. Wir hätten hier ein Penthouse in einem der Wohntürme. Oh, entschuldige, da hat die Regierung Vorrang. Falls es wieder auf den Markt kommt, sag ich dir Bescheid. Wärst du daran möglicherweise interessiert? 30.000 Credits. Ich möchte das Apartment auf dem Unterdeck kaufen. Ich bin noch... Ja, komm, wir kaufen das. Wunderbar. Es ist sehr... gemütlich? Du wirst es lieben. Ich führe nur eben die Transaktion durch und übertrage dir die Eigentumsrechte. Und Dankeschön. Schon gehört das Apartment dir. Glückwunsch. Sehr schön. Bei Immobilienfragen bist du hier stets willkommen. Ich möchte meine 30.000 wieder haben, ne? Warte mal. Die sind wahrscheinlich ja. Die sind leider nicht hier drin, also okay, die müssen wir uns irgendwo wieder verdienen. Wir gucken mal. So, wir haben auf jeden Fall jetzt ein Apartment.
Was haben wir da für eine Mission? Sicherheitsrobotermodell, irgendwas, schlag mich tot. Da. Das sind wir noch mit dem Kobold hier. Besuche dein neues Heim. Okay, das ist da hinten, das können wir machen. Dafür müssen wir wahrscheinlich. Opa, nee, so. Da gehen wir mal ins Unterdeck. Da können wir auch vielleicht viele Sachen auch mal verkaufen, ne? Die wir so mitschleppen. Gehen wir mal rein. In den Raumhafen. So, interessant. Ich habe gedacht, ich kriege ein schönes Apartment, aber war doch wohl nicht so. Ja, so eine schäbige Bude, ey, im Unterdeck. Für 30.000 auch noch. Das ist echt viel. Wir könnten mal, bevor wir zum Unterdeck gehen, können wir mal probieren, hier vorne alles zu verkaufen, was wir haben. Ich weiß ja nicht, wie viel der Händler noch da vorne hat. Was machen die hier? Achso, die räumen, die sind die Aufräumarbeiten. Okay. Und was ist das hier? Ach, so ein Sicherheitsroboter, okay. Sie wissen zu schätzen, dass Sie sich an alle Gesetze, die Sicherheit beginnt mit Ihnen. Ja, das ist mir schon. Ja. Dann geht ihr mal ausschalten, würde ich fast sagen. Ah, so, da ist der Terminal. Genau, hier. Kaufen, verkaufen, da haben wir es doch. Also die Coachman, die habe ich jetzt hier, das... Also die kaufen, sortieren, Ausrüstung, vergleichen. Nee, die wollte ich verkaufen eigentlich. So. Diese Laser war Nova Light. Habe ich noch nicht ausprobiert. Können wir mal ausprobieren? Können wir mal da lassen? Also, die hat 6, die hat schon. Die lasse ich gerne mal hier, die 2. Eliminierte, modifizierte, kalibriert, generell Gewehr, legendär. Ra. Dann verkaufen wir mal die hier weg. Und lassen dann die hier drinnen. Was ist das? Lichtbogenschweißer, weiß ich nicht, ob das. Optimierte, die zum Beispiel kann weg. Ist meine Superwaffe, die mag ich, weiß nicht warum, aber ich hänge irgendwie an dieser Waffe. Da haben wir aber jetzt 2 Stück davon, ne? Da war nochmal eine 18. Die kann halt weg, ne? Messer können wir behalten. Anzüge zum Beispiel. Brauche ich nicht. Meiner hat 120, der hat gerade mal 100. Kalibrierter Anzug Constellation. Brauche ich nicht. Okay, mehr Geld hat er auch nicht. Was hast du denn für uns? Ja. Prüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können nämlich ein gewaltiges Chaos verursachen. Was hast du denn für Schiffe im Angebot? Sicher was dir gefällt. Das wäre echt nett, du. Was haben die denn da für Schiffe? Wert? Wir haben gerade mal 110 Credits, also wir brauchen für so ein also wir müssen noch viel sammeln und verkaufen, okay. Ich danke dir erstmal, liebe Leute.
Die Folge geht jetzt wieder hier zu Ende. Wie immer danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.